herzlich willkommen zurück in Teil 2 unserer Moodle-Betrachtung und überhaupt natürlich herzlich willkommen innerhalb dieser Reihe zum Thema Tools im Unterricht gezielt einsetzen und natürlich da der Schwerpunkt auf digitale Tools. Und warum sage ich jetzt willkommen zu Teil 2 unserer Moodle-Schulung? Nun, in der letzten Woche haben wir uns ja schon angeguckt, wie du dein Moodle schön machen kannst, wie du es ansprechend machen kannst für deine Schülerinnen und Schüler mit den Grundeinstellungen, die Moodle vorgegeben hat. Und heute, da gucken wir uns an, wie kannst du jetzt von draußen noch OER-Inhalte reinbauen in dein Moodle, und zwar so, dass du das Gefühl hast und auch deine Schülerinnen und Schüler, dass sie das Moodle nicht mehr verlassen müssen, sondern alles direkt in Moodle passiert. Und das ist deshalb so toll, weil deine Schülerinnen und Schüler dann nicht mehr in verschiedene Tabs rausgeführt werden, sondern alles im Moodle passiert. Und unsere heutige Session hier, die wird sich anhand von drei Fragen aufgliedern. Frage Nummer 1 ist, ja, wo findest du denn OER-Materialien? Frage Nummer 2 ist, welche Aktivitäten, weil davon gibt es ja eine ganze Menge in Moodle, welche Aktivitäten eignen sich denn für welche Einbindung in Moodle? Und Frage Nummer 3, wie lautet das Geheimnis, wie du jetzt all die Inhalte, die es da draußen in Hülle und Fülle schon gibt, sinnvoll in die jeweilige Aktivität auch wirklich einbauen kannst? Bist du bereit? Dann legen wir jetzt los mit Frage Nummer 1. Wo findest du eigentlich alles OER-Materialien? Und lass mich kurz, bevor wir das machen, in den Moodle-Kurs reingehen. Und zwar in den Moodle-Kurs, der ja auch in der Folge hiervor schon angelegt wurde. Wenn du das noch nicht gesehen hast, schau dir das Video gerne an. Ganz wichtig, es geht hier auch heute wieder nicht darum zu gucken, wie legt man grundsätzlich ein Moodle an, wie installiert man das. Dafür gibt es einen tollen Web-Talk mit Guido. Schau da gerne mal rein. Wir gehen also davon aus, du hast schon einen Moodle-Kurs oder ein Moodle insgesamt eingerichtet und hier hast du jetzt den Moodle-Kurs. Hier sehen wir die Übersicht. Und letzte Woche, in der letzten Folge, ging es ja um den Demo-Kurs, den wir angelegt haben. Da klicke ich einmal drauf. Und so sah unser Demo-Kurs aus. Ja, das Thema, ich als Englischlehrer hatte mir jetzt ausgesucht, in the News als grobes Thema. Und da gab es dann verschiedene Unterthemen. Die siehst du alle hier. Und ich habe jetzt extra bewusst Thema 5 nochmal leer gelassen. Da wollen wir jetzt ein wenig OER-Inhalte reinbauen. Als allererstes scrolle ich wieder nach oben und schalte mal einmal die Funktion Bearbeiten einschalten frei. Dann tauchen hier in Moodle wieder unsere Bearbeitungswerkzeuge auf. Und ich scrolle wieder runter, damit ich dann entsprechend dort was einfügen kann. Und die Frage ist ja, wo findest du jetzt Material, was du hier einbinden kannst? Also, es gibt da draußen eine ganze Menge Materialien und wir schauen uns heute ein paar an. Lass uns doch gerne mal starten mit, ich sag mal, dem Einfachsten, was es da draußen gibt, nämlich Videos. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Videos, die wirklich gut und sinnvoll geeignet sind, die auch qualitativ hochwertig sind für deinen Unterricht und bestimmt auch zu deinem Unterrichtsthema. Und die erste Plattform, die einem da einfällt, ist natürlich, wie soll es anders sein, YouTube. Also eine der größten Videoplattformen überhaupt. Da gibt es eine ganze Menge Material. Du kannst auf YouTube direkt suchen, das geht. Ich möchte aber auch gerne in diesem Webtalk eine Plattform ans Herz legen, die du quasi zwischenschalten kannst. Und zwar, die du deswegen dazwischenschalten kannst, die ich auch persönlich sehr sinnvoll finde, weil sie schon Materialien gesammelt und sortiert hat. Es geht um www.wirlernenonline.de. Das ist eine Plattform, wo ganz viele OER-Materialien zusammengeführt und zusammengefasst werden, wo also jeder darauf zugreifen kann. Stell es dir vor, wie so einen großen Ordner für dein Unterrichtsfach, wo du jetzt sogar suchen kannst. Das heißt, wir geben jetzt einfach mal in der Suchmaske ein, keine Ahnung, das Thema im Rahmen von Teen Times und so weiter, kommt vielleicht der Unteraspekt in the News. Wir suchen mal. Und jetzt siehst du hier auf der linken Seite, gibt es zu diesem Thema über 10.000 Ergebnisse Stand heute.
Jetzt würde ich dir empfehlen, filter das Ganze mal. Du filterst das und dann kannst du ein wenig runterscrollen, ganz weiter runterscrollen, 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 bis du ankommst bei Medienart. Und dann wähle ich jetzt das oberste aus, nämlich Video. Und gucke jetzt wieder, vielleicht gucke ich hier auf der linken Seite noch nach meinem Fach Englisch. Dann habe ich das auch nochmal gefiltert und habe jetzt hier verschiedene Videos, die ich mir entsprechend anschauen könnte. Sind jetzt nicht ganz so viele. Wir machen es vielleicht nochmal anders. Wir geben doch mal London ein. Ist ein bisschen breiter gefächert, würde ich vermuten. Und du siehst es hier schon. Auch hier gibt es wieder eine ganze Menge Videomaterialien, die du also finden kannst. Geprüft, für den Unterricht geeignet. Und darunter siehst du auch immer, wo das Ganze herkommt, nämlich von YouTube in diesem Fall. Da kannst du also sicher sein, dass sich jemand dieses Video schon mal zumindest angeguckt hat und zumindest überlegt hat, ob es für den Unterrichtseinsatz sinnvoll ist. Klicke ich jetzt auf Zum Inhalt, dann werde ich weitergeleitet in einem neuen Tab auf YouTube. Und es ist gut, dass das jetzt passiert. Jetzt kommt das Video, aber jetzt habe ich zwei Herausforderungen für mich als Lehrkraft. Erstens startet das Video direkt, aber, und das ist das Zweite, also startet direkt, und das Zweite ist, es kommt direkt Werbung. Gucken wir uns an, wie du das gleich umgehen kannst. Jetzt würde ich dir erstmal zeigen, wie kannst du jetzt dieses Video einbauen in deinen Moodle-Kurs. Das heißt, wie kannst du es hinbekommen, dass der Schüler nicht rausgeht aus Moodle in einen neuen Tab, so wie ich das gerade gemacht habe, sondern dass das alles in Moodle stattfindet? Dafür kannst du hier unten klicken auf Teilen. Und dann bietet dir YouTube immer für jedes Video, was es dort gibt, die Möglichkeit an, diesen Link hier herauszukopieren. Ja, du kannst also auf Kopieren klicken. Dann ist der Link gespeichert. Wir werden jetzt immer mal wieder auch die Fragen miteinander mischen. Ich gehe jetzt zurück zum Moodle. Frage 2 war ja, wie kannst du jetzt dieses Video sinnvollerweise in Moodle einbinden? Okay, dafür klicken wir unten beim Thema auf Aktivität oder Material anlegen und entscheiden uns jetzt mal, weil wir, das ist ja so vermutlich die erste Idee, die einem dazu einfällt, ganz unten links auf Link oder URL. Ich mache das mal. Und damit öffnet sich diese Aktivität. Wir sehen das auch hier oben. Und ich muss dem Ganzen jetzt einen Namen geben. Ich sage jetzt einfach mal Learning English. Das Ausrufezeichen übrigens hier signalisiert uns, dass wir das auf jeden Fall auswählen und ausfüllen müssen. Jetzt habe ich noch, oder muss ich noch, die URL eingeben. Das heißt, das, was ich gerade bei YouTube kopiert habe, füge ich jetzt an der Stelle ein. Ja, soweit fertig. Kann ich auch nochmal, theoretisch kann ich den Link auch vorher schon abgelegt haben. Habe ich jetzt kopiert, alles fein. Klicke jetzt auf Speichern und zum Kurs. Und jetzt ist das Ganze im Kurs direkt abgespeichert. Jetzt passiert Folgendes, also wenn der Schüler jetzt in den Kurs reingeht, er sieht jetzt Thema 5. Er soll sich dieses Video angucken. Dann klickt er also auf diesen Link drauf, das hier vorne das Icon symbolisiert. Es geht also irgendwie um den Link. Wenn ich jetzt draufklicke als Schüler, passiert Folgendes. Ich werde aus Moodle rausgeführt und noch schlimmer, ich werde sogar im gleichen Tab rausgeführt. Das heißt, Moodle hat sich gerade komplett geschlossen. Es ist für mich als Schüler irgendwie total unübersichtlich. Und wenn ich jetzt im Video durch bin, hätte ich gar keine Übersicht mehr, wo finde ich eigentlich das Moodle. Deswegen, bei Videos, die du einbinden möchtest, empfehle ich dir Folgendes. Ich gehe mal zurück in den Moodle-Kurs. Oder grundsätzlich bei Links, wo es kein Geheimnis gibt, kommen wir noch zu. Bei all diesen Inhalten, die du irgendwie von extern hast, die du per Link einbinden möchtest, empfehle ich dir Folgendes. Wähle bitte bei Aktivität oder Material anlegen, nicht Link oder URL, sondern wähle das Textfeld. Das ist das simpelste und einfachste und meistgebrauchte Tool oder die Aktivität aus Moodle. Und jetzt hast du dein Textfeld und anstatt was zu schreiben, klickst du oben.
in der Statusleiste auf das Icon, auf das Symbol, diese Kette für Link. Weil dann fragt dich das Programm Moodle, okay, gib deinen Link wieder ein, machen wir, wie gerade, haben wir noch in der Zwischenablage gespeichert. Jetzt kann ich aber auswählen, unten in neuem Fenster öffnen, das ist ganz wichtig. Klicke ich nämlich jetzt auf Link anlegen, dann steht der Link da. Ja. Könnte hier natürlich nochmal den Link auch nachträglich verändern. Gehe auf Speichern und zum Kurs. Aha. Schon ist dieses Video jetzt eingebaut in unser Moodle-System. Das ist also deutlich schöner. Wenn ich jetzt auf Play drücke, dann wird das Video in meinem Moodle abgespielt. Das ist schon ziemlich großartig und auf jeden Fall deutlich besser als das obere mit dem Link einbauen, was ich zuerst gezeigt habe. Jetzt gehe ich nochmal einmal zurück zu YouTube, weil wir haben ja vorhin festgestellt, und das finde ich tatsächlich schon auch immer ein bisschen herausfordernd. Erstens, Videos werden, klar, die Plattform ist werbefinanziert, also werden bei Videos öfter mal Videos vorgeschaltet. Dann gibt es hier drunter eine ganze Menge Kommentare und rechts natürlich immer die Empfehlungen, was kannst du dir als nächstes anschauen. Und das ist insofern ein wenig herausfordernd und problematisch, weil du als Lehrkraft ja gar nicht überblicken kannst, was da passiert, welche Videos werden angezeigt, welche Links kommen da unten und so weiter. An der Stelle möchte ich dir einfach mal einen kleinen Tipp geben. Und zwar gibt es eine tolle Website dafür. Und zwar heißt die Website video.link. Auch hier gebe ich wieder den Link von YouTube ein, habe ich ja gerade schon gemacht. Klicke dann hier unten auf Generate Link. Und das Programm macht jetzt Folgendes. Es sorgt dafür, dass nur das Video, wirklich rein das Video, ohne Werbeeinblendung, ohne Empfehlung, ohne Kommentare zur Verfügung gestellt wird. Ich muss mir also an der Stelle jetzt diesen Link, den neuen, kopieren. Gehe wieder zurück in meinen Moodle-Kurs und wähle jetzt Aktivität oder Material anlegen. Sage wieder Textfeld. Füge jetzt, nein, den Link füge ich nicht so ein, das war falsch. Gebe die URL wieder ein. Sage wieder in neuem Fenster öffnen, Link anlegen. Genau das gleiche wie gerade, speichern und zum Kurs. So, und jetzt passiert nämlich Folgendes. Der Schüler würde jetzt den Link angezeigt bekommen. Dann klickt er drauf und landet auf dieser Seite. Das gleiche Video von YouTube. Ich habe jetzt auf Pause gemacht, deswegen springt er rum. Das gleiche Video von YouTube, aber eben ohne diese ganzen Einblendungen. Und der Schüler hat oben immer noch den Tab offen zum Moodle. Das heißt, er kann ohne weiteres wieder zurückgehen. Es führt nicht irgendwie zu Schwierigkeiten oder dass wir ihn irgendwo unterwegs verlieren. Also, diese Möglichkeiten gibt es. Jetzt, ehrlich gesagt, sieht das ja noch nicht richtig schön aus. Also, ich empfehle an der Stelle Folgendes. Ich klicke nochmal auf Bearbeiten. Einstellung bearbeiten. Was ich auch machen kann, ist, ich sage jetzt hier Videolink zu Video. Gebe ich einfach als Text ein. Dann markiere ich das Ganze. Klicke dann auf die Verlinkung, also auf das Verlinkungs-Icon. Füge wieder den Link ein. Also gleiches Prinzip wie immer. In neuem Fenster öffnen. Klicke wieder auf Link anlegen. Klicke wieder auf Speichern und zum Kurs. Und jetzt siehst du es schon, anstatt dass da jetzt diese URL steht, die ja, ich finde, optisch nicht ganz so ansprechend und auch ein bisschen verwirrend sein kann, steht dort jetzt Videolink zu Video. Kann natürlich auch irgendwas anderes stehen. Ich klicke halt entsprechend drauf, es öffnet sich ein neuer Tab, ich lande in der Darstellung des Videos. So kann ich es halt optisch wieder schön machen für den Schüler, kann diesen externen Inhalt einbinden und kann jetzt zusätzlich eine neue Aktivität im Material anlegen, nämlich beispielsweise wieder das Textfeld. Und dort würde ich dann jetzt entsprechend die Aufgaben reinschreiben, die zum Beispiel zu diesem Video gehören, was ich gerade eingefügt habe. Klicke wieder auf Speichern und zum Kurs. Und ich kann natürlich mich auch im Nachgang noch entscheiden, okay, ich möchte vielleicht erst die Aufgaben
möchte ich gerne drüber packen, kein Problem. Da steht jetzt genau beschrieben, was soll der Schüler eigentlich damit machen. Ich könnte dort auch als Aktivität oder Material auswählen, die sogenannte Datei. Das heißt, ich könnte auch ein PDF ablegen, mein Arbeitsmaterial, was ich beispielsweise mit Tutory erstellt habe. Gibt es hier auch einen Webtalk zu. So, und dann habe ich das hier eingestellt. Der Schüler liest sich die Aufgaben durch, kann sich dann entsprechend das Video anschauen. Und das funktioniert bei Videos von YouTube natürlich super. Das geht aber natürlich auch mit anderen externen Inhalten. Das heißt, wenn wir noch mal gucken hier auf Wir lernen online, es gibt ja nicht nur Videos, sondern es gibt ja auch vielleicht Arbeitsblätter. Und du siehst, hier gibt es beispielsweise ein Arbeitsmaterial zum Thema London Sites. Kein Thema. Ich kann auch dieses externe OER-Material wieder einbinden, indem ich einmal selbst zum Inhalt hingehe. So, hier so sieht das Material aus. Wunderschön. Kopiere mir in dem Fall oben die URL. Gehe wieder zurück zu meinem Moodle. Lege wieder die Aktivität an. Funktioniert genau gleich. Also es funktioniert tatsächlich immer und immer und immer wieder gleich. Und das gibt uns ganz, ganz große Möglichkeiten, weil dadurch wird der Moodle-Kurs, also warum machen wir das, ist jetzt die Frage. Ja, weil der Moodle-Kurs dadurch ja viel ansprechender wird, viel interaktiver wird und bekommt auch damit einen viel höheren Aufforderungscharakter. Weil dann ist es nicht nur eine Abfolge, wie wir das letzte Woche gesehen haben, von Materialien oder Aufgaben so untereinander weg, sondern es bekommt so ein bisschen Abwechslung. Es bekommt Relevanz. Es bekommt auch eine Vielfalt an Angeboten, die ich als Schüler, als Schülerin tatsächlich nutzen kann. Ich könnte ja auch hinschreiben als Lehrerin und Lehrer, okay, ich biete dir jetzt 3 Videos an oder 3 unterschiedliche Lerninhalte. Deine Aufgabe ist es, such dir eins der vielen raus und binde das Ganze dann in deine Aufgabenlösungsversuche, wie auch immer, ein. Das heißt also, hier auch auf die Vielfalt und die Möglichkeiten des Digitalen setzen. An der Stelle wird der Wert von Digitalisierung plötzlich, finde ich, ganz, ganz deutlich sichtbar. Und wir müssen nicht mehr über Mehrwert sprechen, sondern der Wert steht für sich alleine. Was gibt es noch an OER-Inhalten? Nun, ich würde mal kurz noch auf 2 Dinge eingehen, weil die ja schon auch im Rahmen dieser Webtalk-Reihe gelaufen sind. Ich verlasse jetzt mal YouTube als Plattform und gehe mal zu einer Seite, die wir uns ja auch schon angeschaut haben, relativ am Anfang dieser Reihe, nämlich Learning Apps. Ja, Learning Apps war ja diese Plattform, wo man interaktive Lernaufgaben, Lernbausteine gestalten kann, auf der einen Seite, aber auch Material, was es schon gibt, super nutzen kann. Wir gehen also nochmal hier, wir geben nochmal ein, keine Ahnung, in the news, nicht in the news, sondern news, nur news. Er sucht, da ist es. Und dann gibt es vielleicht den Lernbaustein, spreading news oder news in brief. Völlig egal, ich nehme einfach mal jetzt hier spreading news. Es geht nicht um den Inhalt an der Stelle, ganz wichtig, sondern darum, wie du es jetzt einbinden kannst. Ja, du siehst, es ist also hier eine Aufgabe, wo es darum geht, eine Zeitleiste einzubauen, eine Zeitleiste zu benutzen, wann was wie passiert ist. Wir haben schon kennengelernt im Webtalk zu Learning Apps, dass es unter den jeweiligen Learning Apps, ist ja komplett kostenlos und frei verfügbar, gibt es beispielsweise den Weblink. Das heißt, der ganz normale Link ist das, was wir gerade auch bei dem YouTube-Video gemacht haben. Kopieren wir. Wir gehen wieder hier hin ins Moodle rein, fügen den Link ein. Der Schüler klickt drauf, öffnet sich ein neuer Tab. Es geht aber auch schöner. Das bietet uns auch an der Stelle Learning Apps kostenlos an. Und zwar kann ich einfach unten auf den sogenannten Einbettungslink gehen. Ja, den kopiere ich mir einfach hier auf der rechten Seite in die Zwischenablage. Und ganz wichtig, diese Einbettungslinks, die wirst du auch auf ganz vielen verschiedenen Websites finden. Die fangen immer an mit diesem kleiner Zeichen oder ich sage auch immer eckige Klammer am Anfang. Und dann geht es meistens weiter mit iframe. Das ist ein Signal dafür, dass es sich hierbei um einen Einbettungslink handelt, anders als bei dem Weblink oben, der ja mit HTTPS anfängt.
So, ich kopiere mir jetzt also diesen iframe, gehe zurück ins Moodle, mache jetzt Folgendes. Ich sage Aktivität oder Material anlegen. Wähle wieder, welche Überraschung, das Textfeld. Da ist es. Und jetzt kommen wir zu dem Geheimnis, welches uns ganz, ganz viele Möglichkeiten anbietet. Und zwar, das Geheimnis liegt in dieser Statusleiste dort oben. Das Geheimnis ist übrigens, wenn du jetzt am Rechner sitzt und einfach mal oh sagst, wenn du das Wort Geheimnis hörst, dann verspreche ich dir, wirst du im Moodle-Kurs nie mehr vergessen, wo das Ganze ist. Also wir klicken mal auf den Pfeil nach unten. Damit kommen wir zum Geheimnis dieser Leiste, weil wir brauchen jetzt den Befehl, der ganz, ganz rechts steht. Der ganz rechts stehende Befehl fängt auch wieder mit einer eckigen Klammer oder dem kleiner Zeichen an. Wenn wir darauf klicken, dann verändert sich die Darstellung in Moodle. Das ist nämlich das Symbol für HTML. Das ist eine Programmiersprache für das Internet und die sorgt dafür, dass unser Browser auch das, was wir gerade suchen und machen im Internet, optisch schön auslesen und auch ausgeben kann. Und jetzt füge ich einfach unter dieser ersten Zeile diesen kopierten Link von Learning Apps mit dem Einbettung, du siehst es jetzt, ein, vorne wieder eckige Klammer. Und das Programm erkennt auch automatisch, du siehst es an den Farben, dass das ein korrekter Link war, beziehungsweise ich habe irgendwas falsch gemacht. Gucke nochmal einmal. So, ich hatte ihn nicht ganz kopiert. Da ist er. Und jetzt klicke ich auf Speichern und zum Kurs. Und jetzt nicht irritieren lassen. Manchmal passiert es so, dann zeigt Moodle nichts an. Das ist normal in Anführungsstrichen, also es ist nicht gut, aber es passiert. Das bedeutet nicht, dass es nicht da ist. Dafür einfach nochmal die Seite neu durchladen. Habe ich gemacht. Und jetzt taucht unten diese Learning App, die wir gerade uns angeschaut haben, im Moodle an. Auf. So. Und ich schalte jetzt mal einmal oben die Bearbeitung aus. Und für den Schüler wäre es jetzt wirklich so, er sieht diese Learning App und kann diese Learning App direkt im Moodle bearbeiten. Er muss nicht rausgehen, er wird nicht in einen neuen Tab geführt, sondern es passiert im Moodle. Das heißt, ich kann jetzt als Schüler wirklich hingehen, kann das jetzt an irgendwelche Stellen schieben, völlig egal. Und dann kann ich mich auch selbst korrigieren lassen. Auch das funktioniert. Also ich bekomme die Korrektur von Learning Apps auch hier in das Moodle rein integriert. Und auch das, wow, ist doch eine mordsmäßig super tolle Sache, um eben weitere externe Inhalte einzubinden. Weil jetzt kann ich dem Schüler verschiedene Sachen anbieten. Ich kann halt dem einen Schüler sagen, der rechnet oder schreibt oder liest oder hört oder macht Aufgaben lieber analog. Ja, super, biete ich ihm an als Aufgabe. Ich biete aber auch dem Schüler an, der eher optisch-visuell unterwegs ist. Du könntest diese Learning-App machen. Oder ich stelle dir zusätzlich eine Learning-App mit Aufgaben zur Verfügung. Also ich bediene die unterschiedlichen Lernertypen. Und das Ganze ist komplett kostenlos, ohne Aufwand, funktioniert immer. Und immer funktioniert es eben auch nicht nur auf der Plattform Learning Apps, sondern beispielsweise auch, haben wir uns ja auch schon angeguckt, auf learningsnacks.de. Das war ja diese Plattform, wo man so interaktive Messenger-Aufgaben bekommt. Zum Beispiel hier Till Eulenspiegel. Wir nehmen einfach mal das erste Beispiel. Klicke ich drauf. Und dann habe ich auch wieder den Einbettungslink. Ja? Fängt wieder mit einer eckigen Klammer an, steht Snack einbetten. Super. Ich klicke auf Kopieren. Gehe wieder zu meinem Moodle-Kurs zurück. Ich muss jetzt einmal die Bearbeitung wieder einschalten. So. Füge wieder eine Aktivität hinzu, nämlich das Textfeld. Dann klicke ich in unserer Leiste auf den geheimen Knopf, nämlich diesen hier. Damit taucht das Geheimnis auf. Der rechte Button hier. Ich füge den Link von Learning Snacks ein. Klicke auf Speichern und zum Kurs. Und sehe auch wieder nichts. Lade die Seite aber einmal neu durch.
Da ist er jetzt. Ja, und jetzt habe ich also für den Schüler, selbst wenn er das am Smartphone aufmacht, hätte ich es optimiert in der Darstellung. Ich kann also jetzt hingehen und könnte jetzt den Schüler jetzt diesen Learning Snack machen lassen. Letzte Sache, damit sind wir heute gestartet, damit fangen wir dann, damit hören wir dann auch auf. Auch das funktioniert übrigens bei YouTube. Nehmen wir einfach wieder irgendein Beispiel. Völlig egal welches Video. Ich klicke wieder unterhalb des Videos auf Teilen. Und auch YouTube bietet die Möglichkeit an, einen Einbettungslink zu bekommen. Da ist er. Kann ich mir eben auch komplett kopieren. Und ich könnte sogar an der Stelle einstellen, starten bei, und dann kann ich mir eine Sekunde auswählen, bei der erst das Video starten soll. Ist für den Unterrichtseinsatz ja auch ganz sinnvoll, insbesondere dann, wenn es so lange Videos sind, wo die Schülerinnen und Schüler gar nicht alles sehen sollen. Und auch das kopiere ich dann bei Moodle, füge ich es wieder ein, als Aktivität einfügen und so weiter. Und dann bin ich bestens ausgerüstet. Also mein Tipp, wenn du Links einbauen möchtest, nimm immer das Textfeld. Und benutzt dann diese Möglichkeit mit der Verlinkung, wenn du andere externe Inhalte einbauen möchtest. Also Aufgaben von Wir lernen online, Planet Schule, Planet Wissen. Also all diese Plattformen, wo es Material gibt, baue sie über das Textfeld und die Verlinkung ein. Inhalte, die du über den Einbettungslink einbauen kannst, machst du über das Geheimnis. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Web-Talks angekommen. Großartig, dass du dabei warst. Probier es einfach mal aus, mach dein Moodle weiterhin schön, bau externe Inhalte ein und mach es vielfältig. In dem Sinne, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir sehen uns im nächsten Web Talk.